Hallo und herzlich willkommen bei Meeple. Heute Heute wieder wieder online. mit der Kickstarter News. Ihr habt euch nämlich Ja. alle gesagt, dass euch das Format so gut gefällt, deswegen machen wir es einfach weiter so. Genau, und ihr habt doch gesagt, so online ist eine gute Variante, ist für uns viel, viel einfacher. Wir können euch direkt am Könnt Bildschirm euch mit teilhaben keine lassen. Vorstellung machen, wie viel einfacher das ist. Ja, klar, die Casting Couch ist für uns natürlich auch sehr geil, Die vor allem kommt für vor die wieder, die Kamera kommt. alles. Die kommt, Casting Couch kommt wieder. Aber für uns ist diese Variante so viel einfacher. Wir haben euch einfach am Bildschirm mit dabei und könnt darüber reden, während wir die Sachen sehen und müssen sie nicht danach reinschneiden. Ja, vielleicht lassen wir uns mal, fällt mir gerade ein, irgendwann mal eine Variante einfallen, wo wir für uns so einen Fernseher mitlaufen lassen, wo wir auch mitschneiden, also dass wir die Sachen trotzdem sehen und den Bildschirm mit aufnehmen, wenn wir auf der Couch sitzen. Verstehst du, was Das ich können wir, ich meine? habe schon eine Und Idee, wie wir das dann, hinbekommen. Habe ich mir schon Gedanken gemacht. ja, okay, cool. Aber so an sich ist das hier natürlich, ich werde dich jetzt mal hier in die Mitte schieben, damit ich auch so gefühlt in deine Richtung gucke und nicht ständig so, hallo Publikum. Ach so, ich ziehe uns, warte mal, ich ziehe uns mal auch hier hoch. Dann muss ich das Genau, mal oben mittig. ausrichten. Und dann kann man nämlich echt auf die Kamera gucken und in den Oben mittig. Bildschirm. Also das, ich glaube, Ja, das du schiebst versperrt, sie. aber das versperrt, glaube ich, uns Ach manchmal hier so, zu was. Nee, viel. ich mache es Ja, okay. außen. So ist gut. Okay. Alles klar. Ja gut, dann herzlichen Dank fürs Einschalten und wir starten auch direkt durch. Und zwar gab es gleich zwei Trauermeldungen zwischen unserer letzten News-Folge und dieser. Und auf die wollen wir Ja. auf jeden Fall Bezug nehmen. Und zwar möchten wir uns auf jeden Fall natürlich auch erstmal von dem lieben Kron verabschieden. Korrekt, wo sind wir hier? Ach Mann, ich Ich sehe sag es schon, weiter, ich rufe sie auf. das vierte Ich da weiß, ich oben. weiß, ich komme da gerade irgendwie nicht hinterher. Ja. Ja. Scheiße. Okay, ja, wir möchten uns gerne von Kron verabschieden. Dieser hat bekannt gegeben, dass es ihm aktuell einfach zu viel wird. Er fühlt sich da so ein bisschen mit auch reingezwungen in die ganze Geschichte. Klar, Hunter lebt davon und regelmäßig muss Content kommen, damit das Ganze am Leben bleibt. Und Kron wollte das aus Spaß machen. Er hat gesagt, er will es nie beruflich machen. Und so langsam nimmt es dann aber diese Züge an. Wenn man sich das anguckt unten, ich meine, wir haben es jetzt hier gerade offen, die haben auch eine Postrate, ja, also Ja. da kommt ja fast Ich glaube, täglich da kommt sogar, ich Video glaube, der Anspruch ist fast täglich tatsächlich, ja. oder alle 2, 3 Tage und ihr wisst ja alle, wie es ist, ne? Man liest sich so ein Regelheft, also ich mittlerweile für mich lese mir ein Regelheft meistens zweimal durch, damit ich einmal so grobe Übersicht habe oder ich gucke mir ein Video an und lese es mir einmal durch. Also irgendwie so, damit Ja. man nicht zu viel falsch macht, ne? Was man beim ersten Mal durchlesen alles, ja, und die beiden Jungs lesen sich tagtäglich zweimal wahrscheinlich irgendwelche Rätselhefte durch und dann fangen sie auch noch an, Sachen dazu zu posten. Das nimmt halt einfach Überhand und er möchte sich jetzt gerne ein bisschen zurückziehen. Der Kanal heißt jetzt Hunter and Friends, wie es da unten so schön zu sehen ist. Kron wird aber sicherlich des Öfteren noch dabei sein, hat er gesagt. Ist Ist auch wieder in aber Videos jetzt schon mit einfach. dabei hier bei diesen Awards und so. Also ich kann das auch Genau. grundsätzlich nachvollziehen. Also wenn einer, Kron hat ja auch gesagt, also er findet es vollkommen in Ordnung, dass Hunter davon lebt und so, aber wenn er, man kennt es ja, wenn man sich zu irgendwas hingezwungen fühlt und das machen muss, auch vor allem, weil der eine, es hat gesagt, mehrere Familien leben davon, ne, klar, dann muss man halt auch Content bringen und dann kann ich Ja. verstehen, dass er sich ein bisschen zurückzieht. Mal schauen, wie das Ganze wird. Aber ja, wenn sie es so weitermachen, wie das jetzt so, Doch. finde ich auch nicht so schlimm. Also ist auch in Ordnung. Ja, klar, wenn er aber dann nur noch dabei ist, wenn er Spaß dran hat, ist ja okay. Für uns soll das ja auch Spaß machen, ne? Wir hatten Genau, zwischendurch richtig. auch schon mal so ein bisschen die Diskussion, dass ich mehr Content bringen wollte und Gordon auch gesagt hat, ja, soll ja auch noch Spaß machen. Und deswegen haben wir uns jetzt erstmal in unserer aktuellen beruflichen Situation und so darauf geeinigt, okay, wir versuchen auf jeden Fall, wie er vielleicht schon gemerkt hat, Montag ist King-Tag. Ja, richtig. Jeden Montagabend wollen wir versuchen, ein größeres Video zu bringen. Und wenn wir es schaffen, gibt es nochmal einen kleinen Happen, sowas wie ein 100-Sekunden-Video dann am Donnerstag oder Freitag. Zu 100-Sekunden-Videos kommen wir aber noch. Jetzt geht es erstmal zum nächsten Kanal, zum Spieleblog. Und auch der Spieleblog verabschiedet sich erstmal von YouTube. Ja, ihr seht da unten ein kleines Video, geht nur 4 Minuten 40, er fasst sich ein bisschen knapper als Hunter und Kron. Ist jetzt nicht so ganz unsere Zielgruppe, die bedient wird. Das ist Familiensektor. Ich finde es aber trotzdem schade. Es sind ja fast 18.000 Abonnenten und er bedient natürlich eine Zielgruppe, die wir gar nicht ansprechen, halt eben Familien. Und ja, und das ist natürlich Echt ein sehr schade. Er hat großer ja auch, Kanal, ne? Also. ja, großer Kanal, genau. Und man sieht es ja, er hat ja auch seine Kinder dabei gehabt. Das ist immer cool für so eine kleineren Spiele und so, dann natürlich auch die Meinung der Kinder zu hören, was die dazu sagen und wie die begeistert dabei sind. Sehr coole Kiste. Aber er sagt auch, seine Frau ist wohl gesundheitlich nicht so ganz auf dem Ja, Posten da kann man nur und gute auch Besserung dafür. wünschen. Ja, auf jeden Fall gute Besserung. Hoffentlich seid ihr irgendwann wieder dabei.
Aber es ist ja voll verständlich. Auch er sagt, klar, er hat einen Hauptberuf, er macht das nebenbei. Und ja, einfach nur mal, um kurz so hinter die Kulissen zu gucken. Also für uns ist es dann wirklich, wenn man jetzt sagt, wir kriegen ein Spiel zugeschickt und wollen so ein 100-Sekunden-Video darüber machen. Das sind ja wirklich nur 100 Sekunden. Aber je nach Größe des Spiels, also die Anleitung, 2, 3 Stunden braucht man schon, wenn man sie zweimal Ja, liest du musst halt. es ja verstehen, Ja. ne? Ja, vor allem, wenn es auf Englisch ist. Und bis wir dann das geskriptet haben, was wir einsprechen, dann sind es dann nochmal so 2 Stunden. Und dann stehen wir beide so Stunde, anderthalb da und, na, sagen wir eine Stunde beide zusammen und schneiden das alles fertig. Dann sind wir schon bei 7 Stunden und dann setzt sich Mann, einer ey. von uns beiden hin und bearbeitet das noch. Also ihr könnt für so ein 100-Sekunden-Video sind wir irgendwas zwischen 8 bis 10, 11 Stunden sind wir damit schon beschäftigt, ne? Und wenn man dann halt hauptberuflich noch arbeiten geht, also da kommt schon ordentlich Zeit zusammen. So ist es ja. Ja, deswegen können wir die auch nicht ganz so oft rausbringen. Ja, aber genau, wir verabschieden uns auf jeden Fall erstmal von diesen ja, Brettspielkollegen. Genau. Aber einmal Brettspieler, immer Das sowieso, Brettspieler. das hundertprozentig, ja. Genau. Gordon, du wolltest ja direkt mal was zu den 100-Sekunden-Videos sagen. Wir haben nämlich gerade ein Pranken des Löwen, die Pranken des Löwen rausgebracht. Korrekt. Also wir posten ja ab und zu 100-Sekunden-Videos und die kommen grundsätzlich bei euch, also vor allem die Leute, die abonniert haben, haben wir so gemerkt, wir haben mal gefragt, wie findet ihr die? Ihr findet die super cool. Das freut uns natürlich sehr, aber es würde uns extrem helfen, selbst wenn ihr das Spiel kennt oder wenn es das gerade nicht interessiert, wenn ihr euch das Video einfach anguckt und durchlaufen lasst, weil diese Videos einfach viel, viel weniger geklickt werden, was ja theoretisch auch, also es ist ja logisch, weil es ist jetzt nichts, wo irgendwie groß eine Review zu ist, sondern da wird nur das Spiel erklärt und das, wenn man das sucht, dann klickt man das an, aber sonst wahrscheinlich eher nicht. Also wird uns sehr, sehr viel weiterhelfen, wenn ihr das Video einfach mal anklickt und durchlaufen lasst, damit unser Algorithmus quasi nicht denkt immer, hä, die machen irgendwie einmal die Woche ein Scheiß-Video und einmal ein richtig cooles Video so Es nebendrin. ist extrem kurz und das interessiert keinen. Also Genau, das ist ja, das Problem. wir zerlegen uns damit den Algorithmus. Ja, man könnte jetzt so sagen, wer guten Content produziert, kommt nach oben. Ja, aber da muss der Content auch geguckt werden. Genau. Und ihr schreibt zwar sehr oft, dass ihr diese 100-Sekunden-Videos geil findet, auch wenn es darum geht, ihr wollt euren Freunden mal schnell ein Spiel zeigen. Wir sehen auch, dass die über einen längeren Zeitraum gar Ja. nicht so wenig Views haben. Aber wichtig ist es, wenn wir die Videos posten und ihr seht das jetzt an einem Donnerstag oder Freitagabend, oh, es ist 19 Uhr, das Video ist online gekommen, lasst es einfach mal kurz durchlaufen. Und es reicht halt auch, wenn ihr in die Kommentare einfach reinschreibt, super. Ja, also kleines Kommentar und Genau das Video einmal das. durchlaufen lassen, vielleicht noch den Daumen hoch. Das kostet euch nicht viel Zeit, aber es sorgt einfach dafür, dass unser Kanal nicht jedes Mal so einen Knick kriegt im Algorithmus, weil der denkt, wir haben Mist produziert. Ja, Ja, weil korrekt. ansonsten müssen wir diese Videos tatsächlich dann auch irgendwann sein lassen. Aktuell konzentrieren wir uns dann sehr stark darauf, die Videos für Feuerland zu machen, weil wir da nämlich den Vorteil haben, dass sie uns noch quer verlinken auf ihrer Website und wir dadurch natürlich noch ein paar Klicks generieren können. Ja. Ansonsten sind die Klicks einfach zu schlecht für den Aufwand, den wir betreiben. Also wir haben viel Arbeit damit und zerschießen uns damit den Algorithmus. Das ist ungünstig. So ist das. Ungünstig. Dann haben wir ein Bild. Oh ja, das ist super. Ich freue mich. Ich weiß gar nicht, warum ich mich gerade so freue. Irgendwie freue ich mich, dass es endlich. Ah, Peter hat sich bei uns gemeldet und Peter. das Gewinnspiel ist quasi angekommen. Ihr seht auf dem Bild, wir haben es verschickt per Post und ist bei ihm angekommen. Wir haben ihn gefragt, ob er ein kleines Bild schicken kann. Hat er wirklich sofort gemacht, wo es ankam. Er hat sich auch nochmal bei uns bedankt. Und wir bedanken uns natürlich auch, dass du immer so aktiv auf dem Kanal bist, Ja. Peter. Und ja, Jetzt super. mach Wir doch mal freuen das Bild uns. an. Hä? Sieht man es nicht? Nein, also ich sehe es nicht. Ich sehe deinen Ah, Webbrowser. vorhin hat, siehst du? Scheiße, das meinte ich nämlich vorhin. Also jetzt, ich sehe das Nein, nein, Bild. nein. Ich blende das Bild einfach drüber ein. Das kriege ich hin. Das kriege ich Du noch blendest das schnell hin. Bild rüber ein. Okay, gut. Also dann müsstet ihr jetzt quasi das Bild von Peter sehen, wie er sein Tainted Grail in der Hand hält. Also wir haben es wirklich verschickt. Ja, also Peter, vielen Dank, dass du unseren Kanal guckst. Schön, dass du so aktiv dabei bist. Schön, dass du dich über Tainted Grail freust. Und wenn du irgendwann mal unter das Tainted Grail Video nochmal drunter schreibst, wie du die ersten 2, 3 Missionen oder das ganze Spiel fandest, Stimmt, ja. wäre cool. Würde mich freuen. Ja, ist auch okay, wenn du drunter schreibst, das Scheiße halt wieder Dann ist es halt so, ja. Was soll's? verkauft. Okay. Alles klar, dann gucke ich mal kurz hier in meine Liste. Ja, genau, du hast es schon Mit offen. machen wir voll mit Feuerland weiter, ja, genau. Genau. Wir sind ja News und Kickstarter Korrekt. und waren ja jetzt schon einige News dabei und jetzt gibt es mal direkt noch eine kleine News. Willst du das sagen? Soll ich das sagen? Du bist ja Ist ja eher der, dein. also ich habe gar nicht so Okay. viele Terramyster gespielt, deswegen sag du es lieber. Also. Du hebst dir ja dein Sprechen für später auf. Du bist Ja, ein bisschen ja. informierter, was die Kickstarter-Kracher Mhm. heute angeht. Terra Mystica,
ein Spiel, das schon vor einiger Zeit bei Feuerland erschienen ist. Es hatte eine Erweiterung bekommen, mich tot, Feuer und Eis oder irgendwie sowas in der Art. Sehr, sehr cool, wo einfach dann noch ein paar zusätzliche Charaktere drin waren, die sich auch wirklich unterschiedlich spielen und sehr, sehr coole Mechaniken mit ins Spiel reinbringen. Finde ich total geil. Und dann hat man lange Zeit nichts gehört. Und jetzt kam tatsächlich eine von Fans kreierte Erweiterung raus, die Seefahrer-Erweiterung mit den Schiffen, wo man auch Handel betreiben kann. Die haben wir uns noch nicht besorgt, weil Terra Mystica, ja, leider in letzter Zeit nicht so oft auf den Tisch gekommen. Es ist halt so, dass wir wirklich für den Kanal hier auch Spiele dann wirklich öfter spielen. Und natürlich muss man dazu sagen, Corona-bedingt sitzen wir jetzt auch echt super selten mal zusammen. Ja. Terra Mystica lebt für mich davon, dass man es mit mindestens 4 Leuten spielt oder 5. Oder kann man es nur zu 4 spielen? Ich will jetzt keine Scheiße erzählen. Aber auf jeden Fall, bin mir ziemlich sicher, dass man zu 5 spielen kann. Aber auf mindestens 4 Leute sollte man schon kommen, damit die Spielerinteraktion ein bisschen größer ist und man sich auch mal ein bisschen was wegnimmt. Und auf jeden Fall hat Feuerland jetzt ausgerufen, sie werden wohl zugespammt mit coolen Ideen von eigenen Heldenkreationen und rufen jetzt die Community dazu auf, ihre Kreation einzuschicken. Ihr seht das hier auf der offiziellen Feuerland-Seite, könnt ihr den Link zur Umfrage anklicken. Ihr habt bis zum 31.03. habt ihr Zeit und könntet, wenn ihr euch schon mal einen Terra Mystica-Charakter ausgedacht habt, den einschicken. Es wird darum gebeten, dass ihr ihn natürlich schon ein paar Mal Probe gespielt habt und da nicht irgendeinen Käse hinschickt. Aber ansonsten finde ich das einfach, ist so eine geile Nummer, so coole direkt Idee, ja, an den Fans orientiert. Ja. Und ich denke, da bin ich dabei. Also wenn dann wirklich eine Erweiterung rauskommt, wo sie sagen, wir haben die 10 besten Fancharaktere. Ja, einfach super coole Idee auch. Ja, finde ich super. Ah, ich liebe sowas. Also alleine, ich glaube, ich werde mir das schon holen, um diese Idee zu unterstützen. Weil ich, das ist eine richtig coole Nummer von euch, Feuerland. Dicke Daumen nach oben. So, da, 2 bis 5, ich wusste es. Ah, siehste. Ja, genau. Ja, und ein wirklich wunderschöner Worker-Placer, ja. Auch gerade für Leute, die im Worker-Placement dann halt einfach ein bisschen weitergehen wollen. Also ich würde schon als fortgeschrittenes Spiel bezeichnen, das ist aber trotzdem definitiv sehr einsteigerfreundlich, weil ihr alles sehen könnt auf dem Feld, was ihr so macht. Also Terra Mystica, wenn ihr euch einen Charakter ausgedacht habt, ist das jetzt den ins Rennen zu werfen. Alles klar. Na, dann können wir jetzt den Kickstarter durchstarten oder haben wir noch News? Genau. Sag mal. Nein. Wir kommen jetzt zum Thema Kickstarter. Perfekt. Und da sind in den letzten Tagen 2 Pakete bei mir angekommen. Ach, und die will ich gut teigern. Und zwar ist einmal bei mir Steampunk Ready Fusion angekommen. Und zwar in der Atom Edition. Quasi mit dem Standardspiel drin. Das kommt heute noch auf den Tisch und wir gucken mal, wie es so ist. Ja, also sonst gibt es ja eigentlich nicht so viel Gerede um das Spiel. Es wird auch nicht so oft verkauft. Das stimmt, ne? Ist mir auch aufgefallen. Weiß nicht so, dass das so mal schauen. Ich habe das Gefühl, der erste Teil, also so ein bisschen hatte ich mich belesen. Es gab einige, die fanden es egal. Es gab einige, die hat es nicht so gefallen. Aber einfach mal gucken. Und dann habe ich mir einen kleinen Underdog geholt. Gucken, es spiegelt ganz schön. Plantopia. Egal, passt schon. Ja, mit extrem süßen Pflanzenviechern, da hat mich tatsächlich einfach das Einsteigervideo total überzeugt, das war so übertrieben niedlich. Und dann hat das Spiel umgerechnet in Euro, ich glaube 18 oder 19 Euro gekostet mit Versand, wo ich dachte, ja komm, finde ich cool, unterstütze ich. Und darüber wird es demnächst auf jeden Fall kleine Beiträge geben. So, jetzt mache ich kurz eine Quatschpause. Ja, und pass auf, wir steigen direkt ein mit einem Spiel, was wir beide einfach über alles lieben, wo jetzt was Neues dazu rauskommt. Terraforming Mars, unser aller Liebling, bekommt ein Kartenspiel. Ist das nicht toll? ich habe jetzt ein bisschen... Jetzt warst du kurz weg. Ich glaube, das musst du nochmal wiederholen. Jetzt warst du kurz weg. Ich habe gesagt, willst du gerade den nächsten Shitstorm schon wieder hier rauf? Nein. Ja, ich habe mir das mal ein bisschen... Ich habe das Spiel noch zu Hause, also alles easy. Ich habe es nicht verkauft. Wir spielen es auch nochmal. Ich spiele es nochmal, klar. Also eher kartenspielmäßig, obwohl das normale Spiel ja eigentlich auch ein Kartenspiel ist. Jetzt bist du weg. Ich kotze. Okay, aber warte. Du bist bei mir nicht weg. Nee, okay, jetzt ist wieder... Wenn es bei mir stockt, ist, glaube ich, dann ist es blöd, aber grundsätzlich... Okay, es steht auch bei mir instabil, aber ja, gut, dass du Terraforming Mars noch zu Hause hast. Ich bin extrem sauer, dass du Great Western Trail verkauft hast, ohne es mit mir Probe zu spielen. Es kommen jetzt neue Editionen davon raus, 3 Stück. Habe ich gesehen, ja. Ich möchte mich in dieser Community offiziell davon distanzieren, ja. Also, dass ich hier... Also, okay. Ich habe es nicht mal gespielt. Okay. Zack. Ja. Terraforming Mars...
bekommt ein Kartenspiel. Das andere Spiel spielt sich auch mit Karten. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Also es ist aber anders als das andere Spiel. Ihr seht, es ist schon ganz gut finanziert. 500.000. Ich weiß gar nicht, wie damals Terraforming Mars und die Erweiterung so finanziert waren, aber grundsätzlich natürlich das Ziel um Weiten überschritten, obwohl ich glaube, dass wieder so ein Ziel gesetzt wurde, 16.000, das einfach nur da war, damit die Prozente übrigens hochschnallen, knallen und das Spiel quasi angezeigt wird. Ihr spielt es wirklich hauptsächlich mit Karten. Es spielt im gleichen Universum und ihr habt wieder einen Planeten, der terraformt werden muss. Im gleichen Universum finde ich gut, ja. Na doch, so steht hier, glaube ich. Auf dem Mars. Terraforming Mars Universe, okay. ja, wie auch immer. Also dieses Spieluniversum. Und es hört sich ähnlich an. Ich habe es mir mit den Karten angeguckt. Ihr habt immer eine Phase, da plant ihr quasi und sucht aus, was ihr macht. Ihr seht jetzt hier auf dem Bildschirm auch gerade, ihr habt bestimmte Phasen, die ihr auswählen könnt. Und jeder wählt sich in seinem Zug eine Phase aus, die er macht. Und führt die dann sozusagen aus. Und da sind einfach nur die einzelnen Phasen hier beschrieben. Ihr könnt Sachen entwickeln, ihr könnt Aktionen ausführen, ihr könnt Ressourcen sammeln und so weiter und so fort. Und am Ende ist es aber wieder so wie Terraforming Mars, wenn der Planet, warte, das kommt hier weiter. Und, aber was ich nicht so ganz verstanden habe, es steht oben, steht ja drin irgendwie mit Zwei-Spieler-Koop und Solo-Modus. Für wie viele Spieler ist es denn jetzt? Oder ist es ein Zwei-Spieler-Koop-Abenteuer? Also das ist ganz geil, das habe ich, siehst du, das habe ich zum Beispiel gar nicht geguckt. Scroll mal nach ganz oben. Ja, gucken wir gleich mal. Ich wollte nur ganz hier Terraforming Mars, das ja sogar, Game. Da steht sogar Koop-Mode. Also ich habe da... Hier drunter, ja, hast recht, ja. Solo-Mode und Koop-Mode. Genau. Also ich weiß jetzt gar nicht, für wie viele Spieler das grundsätzlich gedacht ist. Also boah, ich habe mich damit auch nicht so echt, viel beschäftigt. Ja, richtig peinlich von mir. Ja, ich habe wirklich nur die Spielmechanik angeguckt und nicht für wie viele Leute. Ich gucke mal, ob es oben steht. Bei mir hackt es auch ein bisschen hier, habe ich das Gefühl. Ja, das Gefühl ich auch, ja. Nee, es steht aber nur Includes. Also ich denke mal, einfach da steht es, 1 bis 4 Spieler ist es. Ah, okay. Also trotzdem 1 bis 4. Ja, sieht gut aus, finde ich. Also ich finde es persönlich, finde ich ein bisschen cooler als dieses, was das normale gestaltet war. Also hier sieht es aus, als hätten sie ein bisschen mehr grafisch, ein bisschen mehr ausgedacht als die Fotos von Hunden oder so, die hier auf den anderen Karten drauf waren. Das fand ich mal ein bisschen schwierig. Aber gut. Ja, es sieht interessant aus. $39 ist der Mindestbeitrag. Ja, es ist in Ordnung. Also ich finde, ich denke mal, wenn man ein Spiel schon hat, braucht man es nicht. Würde ich jetzt so einschätzen. Aber wenn man es noch nicht hat, kann man sich es auf jeden Fall angucken. Ist halt noch ein bisschen kartengesteuerter. Also man macht hier mehr mit diesen Phasen. So ein bisschen anders ist es, aber ich denke trotzdem, ja, gewisse Grundähnlichkeiten hat es. Also auch mit den Ressourcen sammeln, so, das seht ihr ja auch da auf dem Teil. Ja. Also ich würde auf jeden Fall mal erwähnen, dass es sich ja jetzt hierbei um die englische Version handelt, diese aber von vornherein double layered ist. Ne? Also nur mal für alle. Gut, das sagst du recht. Genau, ja. Die dann sich die deutsche Version holen vom Schwerkraftverlag. Die wird dann wahrscheinlich wieder ohne Double Layered sein. Also ich weiß es nicht genau, ja. Aber hier hat man auf jeden Fall die, also ihr könnt euch ja quasi die englische Version bestellt ihr euch über Kickstarter, damit ihr das ganze gute Material habt. Und dann holt ihr euch die deutsche Version. Genau. Für nochmal 20 Euro mehr wahrscheinlich die deutsche Version. Für über Schwerkraft, damit ihr dann auch den ganzen Rest habt. Perfekt, so sieht's aus. Und dann machen wir weiter. Dann mischt ihr die Edition, ja. Dann können wir mal zu was gehen, wo du auf jeden Fall. Ach man, ist ja langsam hier, bin ich auch so ein bisschen so. Zack. Ja. Boom. Genau. Kingdom Rush. Achso, wir sind nicht bei Kickstarter, Leute, Rising. Sorry. Genau. Aber Kickstarter ist so ein Begriff wie Tempotaschentücher. Das ist einfach. Es wird gekickstartet bei GameFound. Oh ja. Okay, ja, wir sind bei GameFound auf jeden Fall. Ja, gute Beschreibung, genau. GameFound, quasi die Macher von so Kleintiteln wie Nemesis oder vielleicht Tainted Grail schon mal gehört. Und die haben sich überlegt, wir machen jetzt eine eigene Plattform auf. Aktuell ist es so, wie ich es mitbekommen habe, dass wenn ihr darüber ein Spiel launcht, könnt ihr das sogar umsonst machen. Also die promoten das hier gerade noch ganz hart, okay, und krass. Versuchen da logisch erstmal Kickstarter ihren Markt aufzubauen. Ich finde es eine ziemlich coole Sache, zumal die meisten Leute sowieso GameFound hintergeschaltet haben als Pledge Manager. Ich finde den sehr, sehr zugänglich, diesen Pledge Manager. Auch das Ändern von Sachen ist sehr einfach. Und ihr könnt in den Pledge Manager auch hin und her noch bestellen, hoch und runter mehr dazu posten. Ich finde es sehr gut aufgebaut, ja gut strukturiert. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und die haben jetzt, Kingdom Rush Elemental Uprising hat darüber jetzt ihr rausgebracht, hier von irgendwas mit Duck Lucky Games. Duck Games. Lucky Duck Games, genau. Irgendwas mit Ente. Kingdom Rush habe ich damals ausgelassen, den ersten Teil. Ich war schon ziemlich gehypt. Das war wieder so eine Kampagne, die habe ich täglich dreimal angeklickt und überlegt. Ich war mir am Ende nicht so sicher über das Spielprinzip
Obwohl es super interessant aussieht. Ich fand das Handy-Game auch ziemlich cool. Also dazu gibt es ein Handy-Game, ja. Das wenn wusste da ich vorher gar nicht. Ich habe mich immer gefragt, warum mir das so bekannt vorkommt. Letztens hat Nico mir gesagt, ja, das ist ein Handy-Game. Oh genau, Mann. Also Kingdom Rush, ich glaube, da gibt es sogar den einen Teil, könnt ihr euch zumindest eine Probeversion kostenlos runterladen, dann könnt ihr euch mal angucken, worum geht es hier überhaupt. Auch wenn Tom Wessel sagt, dass das eine mit dem anderen relativ wenig zu tun hat, weil hier geht es okay. um den Puzzle-Mechanismus, aber es ist schon verwandt. Also die Monster kommen, die wollen ihre Strecke ablaufen, ihr baut Tower hin und diese Tower können verschiedene Tetris-Motive schießen, die ihr dann eben auf die Monster drauflegt. Und wenn ihr es geschafft habt, damit alle Monster abzudecken, dann habt ihr quasi das Monsterteil besiegt, dreht es um, bekommt neue Kristalle dafür, für die ihr dann neue Tower bauen könnt, alte Tower ausbauen könnt. Ihr habt Helden, die könnt ihr aufleveln, mit denen könnt ihr aktiv rumlaufen und könnt dann quasi auch so eben Attacken, Tetris-Blöcke schmeißen, um das abzudecken. Also es ist ein Puzzle-Game, Puzzle-Koop-Game für bis zu 4 Spieler. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit 2 Spielern ziemlich dufte ist. Bei mehr Spielern, denke ich, könnte die Downtime sehr hoch werden. Ich weiß Tower-Defense-Puzzle-Game genau. quasi. Spielt man das gemeinsam? Oder? Ja. Genau, genau. Alle spielen zusammen und müssen versuchen, die Monster aufzuhalten, die da versuchen durchzurennen. Es gibt verschiedene Boss-Monster. Du kannst ja mal anfangen, so ein bisschen zu scrollen. Jo, mach ich. Hier sieht man auch gleich das erste Bossmonster. Und so davor sind die Helden, die Minis sehen einfach super geil aus. Da kann man echt nichts sagen. Ja? Also gefällt mir richtig gut. Habe ich auch total Bock, die anzumalen. Ja, grafisch haben sie da auf jeden Fall, ja. Also man muss Comic-Grafik mögen, aber wir mögen die, wie man vielleicht schon mitbekommen hat. Ja. Und es sieht sehr cool aus. Ja, dann gibt es halt noch verschiedene... also es gibt so ein Söldnerlager als Turm bzw. Gebäude. Da kommen kleine Soldaten raus, mit denen könnt ihr dann noch laufen. Lass das mal kurz da. Das hier? Nee, hoch, die Blume. Die Blume, ja. Im Vergleich zum Teil davor, die Neuerung, ist zum Beispiel diese Blume, mit der ihr rumlauft. Also ihr müsst aktiv mit eurem Helden jetzt rumlaufen, die Blume einsammeln und könnt damit Spezialattacken freischalten. Es war wohl vorher so, dass das Helden-Movement eigentlich meistens nicht so angebracht war. Man hat sich da an feste Stellen gesetzt und hat von da seine Attacken gemacht. Jetzt mit dieser Blume wird man dazu bewegt, vielleicht doch mal übers Feld zu laufen und dann Spezialattacken eben auf Monster aktivieren zu können. Jetzt kommen wir weiter. Dann gibt es unter anderem halt neue Tiles. Ja, wo Monster drauf laufen können, okay. wo man, ja, da seht ihr jetzt die neuen Horde-Monster. Ich will jetzt nicht ins Detail auf jedes eingehen. Ja. Es gibt ja, sieht cool aus, auf jeden Monster, Fall. Die der Stop, da kann man sehen, also Magie ist von verschiedenen Richtungen als Angriffsvariante nicht möglich. Ja, ihr seht das aber schon mal sehr schön, da sind halt die verschiedenen Monstertypen drauf. Es gibt Monster, die sind auch gegen Magie immun. Da müsst ihr dann andere Tower haben, damit ihr auf die schießen könnt, um die überhaupt abzudecken. Und so rutscht dieses Teil dann immer an euren Türmen vorbei und jedes Mal, wenn es vorbeikommt, könnt ihr ein neues Tetris-Teil darauf packen und deckt das zu. Ich finde es ziemlich geil irgendwie, weil es sich doch sehr stark wieder von den Spielen unterscheidet, die wir schon haben. Ich habe damals nur das All-In wurde einfach immer größer und naja, wir hatten das Thema ja letzte Mal schon, ja, die Angst, was zu verpassen und dann war das All-In irgendwann bei, schlag mich tot, 150, 160 Euro und da dachte ich dann, ich hatte nicht genug Vertrauen in das Spiel und habe es dann geskippt. Ich räume mal weiter und bei dem Spiel jetzt aber, ihr seht es ja da rechts, Deluxe Edition 74, ja, hier sind die neuen Türme, die es dann für die Helden gibt, mit den verschiedenen Tiles, wo man hinschießen kann. Ja, Deluxe Edition ist hier für 74 Euro, kann ich auch jedem nur empfehlen, die Deluxe Edition ist nicht so viel teurer im Vergleich zur normalen, aber es gibt gleich Inlays dazu, wo ihr eure Sachen reinpacken könnt. Ne? Okay, meine Güte, ja. Und das sollte man, das wird man dann hier auch gleich sehen. Hier, Removable Sticker, ziemlich cool, beschreiben sie. Genau, ist jetzt nämlich auch neu. Ihr könnt eure Helden und eure Gebäude auf bestimmte Weise aufleveln. Das ging vorher nicht so ganz. Ihr könnt eure Soldaten, könnt ihr Helme und Schilde und so in die Hand drücken. Da haben sie noch ordentlich eine Schippe draufgepackt. Und die Sticker sind mit irgendeinem Luftpolstersystem, dass ihr die auch, dass die removable sind. Also ihr könnt okay. die mehrfach benutzen. Interessant. Also wenn ihr die Kampagne halt einmal durchgespielt habt, könnt ihr die Sticker alle wieder abnehmen und könnt das Ganze dann nochmal machen. Die haben sich da schon viel ausgedacht. Die Helden sind übertragbar vom einen Spiel in das okay. andere. Sinnvoll. Ja, sehr sinnvoll, wenn man das eine durch hat. Die deutsche Version wird von der Spieleoffensive auf jeden Fall umgesetzt. Ach, Game Trade. Also wer auf die deutsche Version warten möchte, wenn diese Kampagne endet,
soll direkt im Anschluss die deutsche auf der Spieleschmiede starten. Alles klar. Ich persönlich habe mich für die englische Version entschieden, weil ich denke, die wird günstiger sein, die wird mit Sicherheit früher geliefert. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der Materialumfang der gleiche sein wird und ich nehme es dann einfach lieber auf Englisch. Dann ja, das ist jetzt, glaube ich, nicht, dass er da die ganze Zeit irgendwas liest, deswegen, ja. Ja. Hier haben sie schon das erste, warte, nehmen wir noch mal ein kleines Stück hoch. Hier haben sie schon die erste kleine Erweiterung rausgebolzt da, den Elfen, die Elfen Slayer Expansion. Hat mich total geärgert, dass ich da schon wieder extra Geld jetzt ausgegeben habe. aber ich konnte nicht verzichten. Naja, man, das war, musst du ja jetzt nicht anklicken, aber da ist ein fetter Nachtelf dabei mit Giftschwertern. Sieht ein bisschen aus haben wie gut der gemacht, bei WoW. Das haben sie gut gemacht. Ja, ja, das spricht schon. Also wer mal WoW gespielt hat, der wird hier auch echt nicht dran vorbeikommen an dem Artwork und so. Aber ihr seht hier gleich ein kleines bisschen tiefer. Das alte Kingdom Rush Rift in Time, und da seht ihr genau, $150. Da das Paket wurde immer größer, immer größer. Ich hoffe, Sie hören jetzt hier auf, weil ich bin ja jetzt bei $100. Bin da gespannt. Kommt da noch Versand drauf. Ja, ansonsten drehe ich ganz schön durch, aber ich will das jetzt haben. Die Reviews sind auch sehr gut zu dem Spiel, den Leuten gefällt es. Aber ganz wichtig, es soll richtig, richtig schwer sein. Ja? Also wer keinen Bock auf schwere Spiele hat, also man muss schon ein bisschen Ahnung haben, sich gut im Team absprechen. Ja, ansonsten läuft das nicht. Hier gibt es drei. Dann haben wir ja eigentlich genug zu gesagt oder haben echt viel zu. Ja, genau. Also die Inlays, wie gesagt, die sind von Game Trace. Ja. Ich würde das auf jeden Fall mitnehmen mit den Inlays und damit bin ich fertig. Okay. Ich habe das irgendwie scheiße gemacht hier mit dem. Dann klicken wir mal hier drauf. Das habe ich mir noch mal kurz angeguckt. Ich hatte das nämlich öfter mal gesehen. Stroganoff. Ja, ich vom Titel dachte ich immer, komm, klick's mal auf, guck dir das mal an. Ist okay finanziert, 117.000 von 40.000 gewollten, 2.000 Unterstützer. Es hat mich so vom Spielprinzip so ein bisschen an Parks erinnert, so ganz grob. Ich habe es mir halt mal angeschaut. Und ja. Man läuft auch, also man sammelt hier Fälle, um irgendwie Aktionen abzuschließen. Das ist ein Spiel. Ihr seht auch hier das Spielbrett, wo ihr mit Leuten, das haben sie hier nochmal besser beschrieben. Hier gehen wir ein kleines Stück runter. Also das Spiel kostet hier 59 €. In der XL-Gamebox. Okay, alles klar. Finde ich ganz schön heftig. Genau, ist schon ganz schön heftig, wenn ihr auch mal seht. Ja, Inlay ist wohl dabei. Custom Print. Also, meine ist schon ganz schön prall. Aussage ist jetzt orientiert an Gordons. Es ähnelt sehr Park. Ne? Ach so. Ist jetzt meine Aussage mit, ist ganz schön teuer orientiert. Weil ich habe das Spiel ja nicht angeguckt. Genau, ihr lauft, war doch irgendwo dieses Spiel, also hier sind die ganzen Materialienläufer und das muss einem halt gefallen. Ich finde es jetzt nicht ganz so schön vom Artwork her, ist halt ja, so ein bisschen oldschool, würde ich sagen, gemalt. Ja, so. Ist jetzt auch nicht meins. Hier sieht man es ganz gut, bewegt sich das jetzt hier auch. Genau, also ihr habt wieder auch einen Track, den man ablaufen kann. Ihr könnt so und so viele Schritte halt laufen, 1 bis 5, je nachdem, wie viele Pferde oder so ihr ausgebt und könnt dann auf den Sachen, wo ihr steht, dann Aktionen ausführen und Fälle sammeln. Also da merkt man schon so ein bisschen. Oh, Fälle, Tierfälle. Tierfälle, ja, genau. Ja, sind Tierfälle. Und dann habt ihr eine Basic Action und danach könnt ihr noch eine Main Action machen, die sich dann auf dem Spielfeld nochmal weiter erstreckt. Und ich glaube, es ist ein bisschen umfangreicher, weil ihr hier auch, warte, das kommt hier später darunter. Oder oben sieht man es nochmal. Ihr habt ein eigenes Spielbrett trotzdem nochmal. Also ihr habt auch einen eigenen. Einmal war es doch hier aufgebaut gesehen. Haben wir es da in Deutschland. Das spricht mich so überhaupt nicht an. Ja, nee, vom Artwork finde ich es auch nicht so schön. Ich habe nur viele Leute darüber reden hören, deswegen habe ich es mir mal angeschaut. Ich werde auch nicht reingehen. Ich wollte es euch trotzdem mal gezeigt haben, weil viele Leute gesagt haben, sie fanden es irgendwie cool. Hier seht ihr es nochmal. Seht, hat seinen eigenen Charakter und ihr lauft so eine Bahn ab. Aber ich habe halt Parks. Also ich würde sagen, es ist ein bisschen ähnlich, ist ein bisschen komplexer und so, auf jeden Fall. Aber ja, also da werde ich auch nicht rein. Würde ich halt auch mal mitspielen, ne? Ist jetzt halt auch ne, krass, der Vergleich zwischen Kingdom Rush, der Figuren. Also da könnt ihr mal so ganz hart den Unterschied sehen, was gefällt uns vom Artwork und was ist eher nicht so unseres. Ich mag's daran, ne? Ja, ja Dunkelelfen. So, dann machen wir das mal ja auch zu. So, wo kommen wir denn als nächstes hin? Dann. Genau, dazu wollte ich kurz was sagen, auch wenn das okay ist, dann mache ich da gleich mal weiter. Wenn ihr Figuren bemalt, ich habe diese Pinsel schon zu Hause, ein Kumpel hat die unterstützt und hatte 2 Sets davon, hat mir quasi 1 verkauft. Und das sind Kunsthaarpinsel. Ich habe vorher immer mit Naturhaarpinseln gemalt und habe auch gedacht, ja, auf jeden Fall besser und so. Habe jetzt die aber ausprobiert und auch schon ein bisschen damit gemalt und Annika hat damit auch schon ein bisschen gemalt und wir sind beide eigentlich sehr zufrieden. Man kann wirklich sehr schön genau damit malen. Auf lange Sicht müssen wir halt schauen. Wir haben die jetzt 1,5 Monate, glaube ich, die Pinsel. Muss man halt gucken, wie lange die insgesamt halten. Aber bisher sind wir sehr zufrieden. Jetzt haben sie hier quasi eine neue Linie rausgebracht, wo nochmal extra feine
Brushes dazugekommen sind. Die haben aber auch Dry Brushes, die haben auch normale Größen, auch zum Grundieren und ähnliches. Kann ich empfehlen. Also auch der Preis, den wir da für so ein Set, ich weiß aber nicht, was das jetzt hier genau kostet. Also es gibt wieder das Set, was man hier von den Tiny Brushes kaufen kann, aber auch ein Set von den Single Brushes und so. Also da könnt ihr euch mal ein bisschen reinlesen. Ich wollte nur mal sagen, dass ich die Pinsel für den Preis, den man da bezahlt, sehr gut fand. Es dauert allerdings echt lange. Ich glaube, bis nächstes Jahr irgendwann, dass die kommen. Das ist wieder so eine Frage, warum das so lange dauert. Weil und achtet auf die Versandkosten, ne? Genau, achtet auf jeden Fall auf die Versandkosten. Aber die Pinsel an sich kamen letztes Jahr auf Kickstarter oder so raus und die sind jetzt auch halt auch angekommen irgendwie und kann ich empfehlen. Sind gute Pinsel. So, was haben wir denn noch Schönes hier, wo du dich auf jeden Fall drüber freust? Ja, Zombicide. Ja, können wir machen. Zombicide, der gefühlt 5000. Teil. Das ist korrekt, Und ja, ihr seid halt auf einer Karte und müsst versuchen, irgendwo hinzulaufen, eine Mission zu erfüllen. Das Spiel ist Koop und dabei begegnet ihr vielen Zombies. In diesem Spiel wird halt sehr stark mit Ressourcenknappheit gehaushaltet. Ne? Hast du es eigentlich das normale Zombicide schon mal gespielt? Ich habe es noch nie gespielt. Ich habe mir Let's Plays dazu angeguckt, weil ich einfach direkt mal wissen wollte, was ist es und worum geht's. Man muss halt immer so diese Entscheidung treffen, haue ich dem Zombie jetzt aufs Maul mit einer Nahkampfwaffe und gehe das Risiko ein, dass der zurückhaut. So ein bisschen wie bei Nemesis halt. Ne? Oder schieße ich, verbrauche aber Munition und außerdem erzeugt man halt Lautstärke bzw. Noise-Token. Und ab einer bestimmten Anzahl davon erscheinen dann neue Zombies, was ich an sich sehr gut gemacht finde vom Mechanismus. Ich finde hier auch das Setting sehr geil, also Wilder Westen. Ja. Fand ich auch so. Coole Kiste, kannst ja schon mal anfangen zu scrollen da. Ja. Ihr seht, es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut finanziert. Es ist seit anderthalb Tagen jetzt, ist es online. Setting gefällt mir halt an sich schon sehr gut. Es sind extrem viele Figuren dabei, was man bei Cool Mini or Not im Normalfall auch zu erwarten hat. Korrekt. Die Minis sehen gut aus. Ihr seht, es gibt hier nur $100 als Pledge, nur dass ich das mal kurz eingeworfen habe. Also das finde ich erstmal gut, aber ich würd abwarten. Dass auf jeden Fall mehr kommt und du noch mehr Geld ausgeben kannst, auf jeden Fall. Das aber machen sie steht ja immer schon so. Eins, ne? Und ja, steht schon, kannst du für 20 Euro kannst du schon das erste Paket mit nochmal 3 Millionen Helden dazu buchen. Ja. Und es ist halt auch würfelbasiert, wie man sehen kann. Ne? Also ab und zu muss man dann halt auch mal rollen, trifft man nicht. Also so ganz glücksunabhängig ist es nicht. Wenn einer von euch ein ganz großer Verfechter davon ist, also es wird ja auch relativ oft verkauft in der Beispiel Flohmarkt, wenn es einer von euch richtig geil findet, sagt, Zombies halt über alles, kann er ja da gerne mal reinposten. Ich habe aber so das Gefühl, als ob es doch so ein so eher seichte Koop kostet. Es war mal übel gehypt früher so, wo die ersten Teile rauskamen, ist gefühlt, aber jetzt haben die noch ein, also ich sehe da auch nicht durch, muss ich ehrlich sagen, aber es gibt noch einen Teil, ich kenne auch noch. Die haben wohl alle auch immer ein bisschen andere Spimmig, also irgendwas wird da abgeändert und so, da gibt es ja auch wohl bessere und schlechtere Teile, aber ich weiß nicht so richtig, holt es mich nicht ab, ich weiß gar nicht warum, obwohl ich Zombies eigentlich cool finde, aber keine Ahnung. Ja, vielleicht müsste man noch einfach mal eins spielen. Ich würde, glaube ich, das hier auch sehr, sehr gerne mal Probe spielen. Aber irgendwie, was ich auf jeden Fall bei Cool Mini or Not krass finde, ist, dass sie mittlerweile, was sie für einen Status erreicht haben auf Kickstarter. Ich meine, die bolzen das Ding raus und 2 Tage später ist das schon so hart finanziert. Und man fragt sich eigentlich, wieso? Es ist der 20. Teil von diesem Franchise, wie Gordon schon sagt. Es ist immer so ein kleines Auf und Ab. Also manche sind halt mit einer 8 irgendwas bewertet, manche auch nur mit einer 6 irgendwas. Mit Stretch Goals wirst du hier schon wieder zugeschissen. Ich habe einfach darüber gedacht, what the fuck? Ja, die sind alle Stretch, also alle Kickstarter-exklusiv, diese Helden. Du musstest dir, also ich glaube, manche Leute sind da so FOMO, die können gar nicht anders, als da bei Cool Mini or Not reinzugehen, weil die Angst haben, dass sie diese 3 Millionen Helden verpassen, die es da zusätzlich gibt. Ja, nochmal für alle, die nicht jede Folge sehen, FOMO ist Fear of Missing Out, also die Angst, was zu verpassen, die einige Leute hier dann reinzieht. Was ich auch richtig krass finde, ist, dass sie nur ein Online-Video von Crackerloop haben hier. Also das ist die Online-Spiel-Variante. Also Cool Mini or Not hat es nicht mal mehr nötig, ist richtig krass, Prototypen rumzuschicken. Können wir gleich mal schön vergleichen mit dem nächsten. In irgendeiner Form Testimonials zu suchen, die sagen, wie sie das Spiel finden. Da scheißen die einfach komplett drauf. Die kloppen das raus bei Kickstarter und die Leute FOMO rein da, all in, take my money. Ich find's krass. Also was ist da los mit euch, Leute? Was ist da los? Ich verstehe nicht.
Also, gut. Komm, merkt, wir sind jetzt nicht, also wir wollen es einfach wieder, weil es ja wieder wirklich offen, hochging. Ja. Also wie gesagt, wenn hier jemand dabei ist, der sagt Zombieside, Alter, Hammer, ey. Ich habe alle 20 Edition und die 3 Millionen Zombies habe ich auch bemalt. Ja, gerne, sagt was dazu. Ja, ich bin auf jeden Fall fertig, da irgendwie was dazu was zu sagen. Wir wollen es nur mal erwähnt haben, es ist da. Ich finde es auch nicht uninteressant, ich würde es mir aber echt nie. Das wäre vielleicht so ein Spiel, wenn ich es mal irgendwann 2-3 Runden bei wem Probe spielen kann und feststelle, oh ja, cool, macht doch Spaß. Und da würde ich wahrscheinlich sogar zu diesem Western-Setting greifen, was da gerade drin ist. Aber so an sich. Okay, dann machen wir mal Platz weiter. Weil ich eben gesagt habe, Vergleich mit den Videos. Also ich sage gleich mehr dazu, aber ich möchte einmal kurz zeigen, wie viele Videos es unter diesem... Achso, die Testimonial-Videos. Ne? Für alle, die das nicht wissen, Testimonials ist halt so der Fachbegriff für Menschen, die etwas getestet haben und ihre Meinung dazu also ausblasen. In Trailer. Dann habt ihr Preview-Videos von sehr vielen Leuten. Dann hier, Alter, sind wirklich viele. Auch in verschiedenen Sprachen. Ja, ne? Gameplay-Videos. Also, das haben sie wirklich krass. Hier gibt es richtig viel Zeug. Was ich aber immer gut finde, wenn mehrere Meinungen darunter sind und ähnliches. So, es kommen wir aber mal ganz Leute, kurz. Die, so, von denen möchte ich mir nicht unbedingt was angucken. Die gehen mir richtig auf den Keks. Geschmackssache, Martin, Geschmackssache. Ja. Genau, kommen wir zu Bloodstone. Wurde ewig lang angekündigt, wurde immer wieder verschoben auf Kickstarter. Jetzt von den Machern von Tidal Blades oder Grimms Wälder, Skybound, da wird das veröffentlicht. Bloodstone, der nächste Titel von denen. Oder Wonderlands War. Stimmt, ja klar. Ich vergesse dieses Spiel immer, aber ja, das sieht auch. Das kommt auf, und wer auf uns gehört hat, der hat sich vorher registriert und hat die Chance, einen extra Würfel mit abzugreifen für diese so Nummer. So ist es. Wir gehen hier mal kurz rein. Es ist ein Duellspiel, Arena, sagt, wie nennt man das? Arena-Duell? Naja, ist schon. Ja. Sowas in der Art. Ihr habt unterschiedliche Helden, die unterschiedliche Fähigkeiten haben und ich habe mich reingelesen und habe gedacht, es hört sich so ein bisschen an wie Dice Throne, aber komplexer. Also ihr habt verschiedene Helden, die erstmal grundsätzlich wählt euch einen Helden aus und könnt gegeneinander spielen. Das ist, glaube ich, erstmal der Grundmodus. Da kann man gleich mal aufs Spielfeld, kurz scrollen. Also seht, ihr habt ein Bildschirm, genau. Ihr habt ein Spielfeld, da kämpft ihr mit den Helden gegeneinander mit bis zu 8 Leuten. 1 bis 8 stand da gerade. Richtig krass auf jeden Fall. Und ihr habt erstmal grundsätzlich Würfel, mit denen ihr Fähigkeiten aktivieren könnt in einer Runde. Also ihr könnt erstmal eine Karte spielen, da wird euer Initiativewert ausgewählt, dann seht ihr, wer wann dran ist. Und dann würfelt ihr am Anfang eure normalen D6-Würfel, da seht ihr auch hier diese Würfel. Und damit könnt ihr bestimmte Attacken triggern bei euch. Das, finde ich, hat sich halt so ein bisschen nach Dice schon angehört. Jeder hat unterschiedliche Attacken und dann könnt ihr eure Fähigkeiten ausbauen. Und wenn ihr eure Fähigkeiten ausbaut, kriegt ihr halt neue Würfel hinzu, die dann, kommen die hier oder waren die hier schon? Ah, wartet mal. Waren gerade die 20-Seiten. Charakterspezifisch, nee, das sind die Monsterwürfel, das ist falsch, die charakterspezifisch sind. Also jeder Charakter wird quasi immer spezieller, würde ich dann in dem Fall so sagen. Und das erinnert ein bisschen an Tidal Blades. Stimmt, hast recht, ja, in dem sind so ein bisschen kombinierter drin. Und ihr habt allerdings auch Monster, gegen die ihr kämpfen könnt, denn man kann das Ganze auch in einer Koop-Kampagne spielen. Finde ich. Gibt sogar eine Kampagne dazu, ne? Genau, ist eine interessante Mischung. Und das ist jetzt erstmal so der Grundmechanismus. Und es sind auch, wie heißt das, Geländestücken, die da immer auf die Map mitgelegt werden. Ihr seht hier ganz viele Sachen, die das wirklich sehr, sehr individuell immer machen, wie gespielt wird und wie das ausgelegt wird. Ja, also ich finde, es sieht sehr interessant aus. Ich bin da drin. Ich nehme aber definitiv nur den Grundplättchen. Ich habe mir jetzt wirklich angewöhnt, ich brauche nicht immer alles von einem Spiel. Es gibt so viel. Und da werde ich den Grundplättchen nehmen, der auch schon ganz schön teuer ist. Mit $125, muss ich ehrlich sagen. Also so, aber mir gefällt es zum Artwork wieder mal richtig gut. Und es sieht auch materialtechnisch gut aus. Und ich habe mir auch ein bisschen Gameplay angeguckt. Das hat mich überzeugt. Mal schauen, wie es dann im Endeffekt ist. Da kann man auf jeden Fall schon mal sagen, Druid City Games, die sind auf jeden Fall ganz vorne mit dabei, was das Material angeht. Das war bei Tidal Blades wirklich erste Sahne. Top-Material, gute Umsetzung, geiles Design. Und man muss sagen, die arbeiten sehr dicht an der Community. Ne? Also ich habe ja Wonderlands War unterstützt und da kommen wirklich regelmäßig Videos, wo die auch mit völliger Begeisterung ein Unboxing machen. Und hier sind Materialien und es gibt also wirklich viele Updates, sehr zuverlässig, die liefern. Kann sein, dass es zu Verschiebungen kommt, weil die wirklich großen Wert darauf legen, dass alles perfekt ist. Das müsst ihr wissen bei denen, aber die Qualität stimmt. Ob das Spielprinzip dann was für euch ist, das müsst ihr selber entscheiden. Genau. Ja, das ist wieder Geschmackssache. Genau.
Also ihr seht hier, die Kurve, das kostet ja. $125. Der nächste Pledge wieder $160. Da habt ihr einen extra Charakter oder Monster. Boah. Ich habe mir das mal angeguckt. Und aber dann wieder so ein Buch, so ein oder Buch das dabei. Das ist wieder so, ich weiß nicht. Und dann gibt es nochmal für $200, kriegst noch die Matte dazu und extra Würfel. Ach, ich glaube, das brauchen wir einfach alles nicht. Holt euch den Grundpledge. Ich sag's euch, holt euch einfach nur den Grundpledge und das reicht vollkommen aus. Ihr werdet ja sehen, wie das Spiel dann im Endeffekt ist. Ja. Bei Tidal Blades kam zum Beispiel jetzt auch die Erweiterung, kannst du im Nachhinein auch ganz normal kaufen. Also ich glaube, das ist in Ordnung, wenn man da nur den Grundpledge nimmt. Kann sich ja auch erstmal angucken, wa? Ich habe jetzt auch bei Kingdom Rush halt wirklich, weil es ja, wurde ich dann schon überlege, stelle ich mir nochmal das Base Game, vielleicht kommt das auch früher, dann kann ich die Helden kombinieren. Und die Leute haben gesagt, du brauchst fürs Base Game schon für so eine Mission, wenn du sie zwei, dreimal machen musst, das dauert und das Spiel zieht sich. Ja. Und man, du hast so viele Helden, ey, einfach mal so langsam ein bisschen auf die Base chillen. Ihr merkt, wir werden etwas ruhiger. Auch viele Kommentare von euch helfen uns da wirklich enorm, wenn ihr sagt, ihr kennt das so, dieses, oh, muss ich alles haben und ja, ein bisschen chillen hier, Alter. Genau. Ja, kauft nicht zu viel. Man ist manchmal, vor allem, wenn du mit dem Hobby so anfängst, also Martin ist schon viel länger am Brettspielen und hat mich da so ein bisschen mit reingezogen, sage ich mal, früher auch immer in die Freundesgruppe und ich bin da so ein bisschen reingekommen, vor allem, wenn man dann anfängt, wirklich selber Spiele zu kaufen, merkt man so, oh, und das ist geil und das und brauche ich nur einen Kickstarter und dann rein, aber das ist braucht man nicht alles. Es gibt so viele Spiele, ihr könnt da ganz entspannt machen und klar, da verpasst ihr mal eine Kickstarter-Kampagne, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Es kommen nämlich immer wieder neue Kickstarter, die... das ist die halt gehen so nicht alle und in den meisten Fällen kommen die dann auch in den Retail, ja. Ich glaube, was bei uns beiden auch ein Riesenproblem ist, ist so dieses, ne, man testet, du bringst mal ein Spiel mit, was du gerade gekauft hast, ich finde das einfach saugeil und dann heißt es, ja, wir sehen uns aber die nächsten 4 Wochen nicht und dann ist es so schlimm, dass man sich echt kauft. Ja. Wenn man Bock hat, wenn ich wüsste, wenn wir nur 5 Kilometer auseinander wohnen würden, dann würdest du ja selbst bei einem neuen Spiel sagen, sowas wie Dice Throne zum Beispiel, würdest du einfach sagen, ja komm hier, ich nehme 2 Charaktere raus, bitteschön, wir sehen uns in der Woche, dann gibst du mir die wieder, dann können wir mal durchtauschen, da würde sich keiner einen abbrechen, aber das ist halt echt, dieses Spiel und Kaufsucht, das Kombination ist echt heavy. Aber gut. Okay, kommen wir noch zum ganz kleinen letzten Ding, ich weiß nicht, ob du das mal angeguckt hattest. Ich fand, das sah vom Setting und so ziemlich cool aus. Forest of Oh Gott, wie sprechen wir das aus? Radgost. Es ist allerdings wieder ein kooperatives Storytelling-Game aus der slawischen Mythologie. Das hat mich mal wieder einfach nur gecatcht, weil ich erstmal das Artwork sehr, sehr cool fand. Warte, ich scroll hier mal ein bisschen rein. Ihr seht hier, das ist so ein Wald-Setting mit verschiedenen Charakteren. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keine Zeit gehabt, mir alles reinzuziehen davon. Aber ich wollte es gesagt haben, weil ich mir das noch genauer angucken wollte. Ich habe es bis jetzt einfach noch nicht geschafft. Aber es hat mich vom Artwork erstmal abgeholt. Und ich habe davon schon öfter gehört in verschiedenen Videos. Und das gucke ich mir noch genauer an. Nur, dass ihr es mal auf dem Schirm habt, wollte ich euch das mal ganz kurz gesagt haben. Das möchte ich aber noch. Wie lange geht das noch? Da werden wir wahrscheinlich nicht mehr berichten, oder? Gott, warte. 11 Tage verbleibend. Nee, werden wir nicht mehr berichten. Wird wahrscheinlich dann nicht mehr hinhauen. Also gut, halten wir fest. Ich bin auf jeden Fall bei Kingdom Rush drin und Gorn ist bei Bloodstone drin und das ist so aktuell das, was wir definitiv hier unterstützen. Ja, genau, das sind die Sachen, die da rauskommen. Ist, glaube ich, ein sehr langes Video geworden, merke ich gerade so. Es ist ein echt langes Video, aber es ist auch wirklich viel passiert hier. Ja. Bis vor einer Woche dachte ich noch, News-Video, können wir eigentlich noch nicht viel zu sagen, ist nicht viel passiert und jetzt auf einmal so bam, 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 eins nach dem anderen. Ganz wichtig, haben wir vergessen, am 23. kommt Root eine neue Erweiterung raus. Das haben wir in einem anderen Video kurz erwähnt, aber in der News passt es auf jeden Fall mit rein. Am 23.02. kommt die neue Erweiterung zu Root raus mit mehreren Völkern. Da könnt ihr auch mal auf die Ladder Games Website gehen. Auf Kickstarter meinst du jetzt, ne? Ja, auf Kickstarter kommt die raus, genau, die neue Erweiterung. Und da könnt ihr mal auf der Website von denen gehen. Da haben sie schon übelst viel dazu geschrieben. Also sehr interessant, da habe ich mich mal so ein bisschen reingelesen, wie das entwickelt wurde und so. Es war sehr interessant. Und ihr könnt jetzt die Erweiterungen, die gerade ausgeliefert wurden aus Kickstarter, die letzten, die kann man jetzt auf Deutsch vorbestellen, habe ich vorhin gesehen. Oh, okay. Ja. Das ist gut. Das hört sich interessant an. Ich habe sie in einem Shop, habe ich sie gesehen. Da könnt ihr sie schon vorbestellen. Also hier die Underworld oder wie sie heißt, mit dem Maulwurf und so, also auf Deutsch, die wird kommen. Die können sie bestellen. Okay, das hört sich cool an. Martin, wenn ich mir das vorstelle, was war noch am 23.? Irgendwas kam noch am 23. raus. Oh, scheiße. Meinst du noch ein spannendes Spiel? Ja, irgendein Spiel kam am 23. raus. Scheiße, ey. Und mir fällt es nachher 100%ig ein. Ich weiß, heute ist es ganz wild mit dem Schnitt, aber wenn ich das jetzt noch krass mit Aufbau und so aufnehme, dann schaffe ich es nicht mehr. Also kurzer Einwurf, mir ist es eingefallen. Chambers of Wonder
von Ludus Magnus Studio. Denn wir kriegen davon sogar einen Prototypen zugeschickt. Da seht ihr quasi auf jeden Fall auf unserem Kanal was von, warum auch immer wir beide das vergessen konnten. Aber gut, das kommt am 23. Februar auf. Chambers of Wonder von Ludus Magnus Studios. Schaut euch das vielleicht auch mal an. Ich habe noch ein anderes kleines Thema zum Ende, was so ein bisschen für Diskussion anregen soll. Deswegen beenden wir damit, damit ihr dann da was zu sagen könnt. Bevor wir zu diesem kleinen Rundum-Thema kommen, denkt bitte dran, wenn euch dieser ganze Content gefällt, dann abonniert das und zu dem, was ihr gleich dann in die Kommentare schreiben könnt. Klar, aber wenn ihr hier auf jeden Fall eins von den Spielen kommentiert habt, wir ein Spiel vergessen haben, Ja, stimmt. oder ihr sagt jetzt hier sowas wie Forest of Radgost oder Radgost oder Radkost oder whatever. Ist total geil, habt euch mit beschäftigt, dann schreibt das einfach in die Kommentare rein. Ja, also jede Form von Interaktion pusht das Video nach oben und Und freut außerdem, uns. wir lieben Kommentare Ja. in jedweder Form. Ja, wir antworten auch auf alle Kommentare, also so ziemlich, würde ich jetzt sagen. Ja, also es sind Kommentare, wo jemand schreibt, ich mag das Spiel. Okay, da kann es dann sein, dass wir das markieren mit einem Herz, wenn wir sagen, wir haben das gelesen. Ja. Ja, also Herzmarkierung heißt immer, wir haben das gelesen. Aber ey, gut, ich kann mir auch nicht zu jedem Kommentar dann, manchmal sind es 40 Kommentare unter dem Video. Ich will auch nicht mal Copy-Pasta machen, per Schrotflintenprinzip hier ein und dasselbe Kommentar an alle rausballern. Okay, kommen wir mal ganz kurz zu einem Thema, was mir wichtig ist, was hier gerade auch schon wieder in vielen verschiedenen Facetten zu sehen ist. Und ich wollte es einfach mal kurz ansprechen, weil ich finde es manchmal, also ich finde es einfach lächerlich. Stretch Goals. Ich glaube, wir hatten es schon mal erwähnt. Genau, wir gehen mal noch mal kurz auf Zombicide. Das finde ich ist nicht mal das schlimmste Beispiel an Stretch Goals, finde ich. Das ist so, ja, hier wird halt wirklich auf dieses FOMO-Prinzip gesetzt. Hier Ich habe ein gibt es schlimmes Stretch Beispiel. Goals, hier gibt es immer so 30.000 extra Bonus-Charaktere für Stretch Goals. Da könnte ich durchdrehen, weil es alles Kickstarter-exklusiv ist. Das nervt mich. Aber gut. Und dann tun sie immer so, als hätten sie sich gerade noch für die Community einen neuen Charakter ausgedacht, den sie jetzt hier präsentieren können. Ich glaube, sogar bei dem Marvel-Spiel waren sogar zwei Charaktere dabei, wo sie gesagt haben, es ist erstmal nur, in Anführungsstrichen, also so wie eine Musterzeichnung, wir werden das noch anpassen. Da haben sie tatsächlich, muss ich sagen, das fand ich sehr cool cool von Miniolat. Die haben die Spider-Man, das ganze Outfit nochmal komplett überarbeitet, weil sich zu Okay. viele beschwert haben, dass der Spider-Man scheiße aussah. Ja, aber, boah, Leute, was wolltest du jetzt zeigen? Ich wollte einfach nur zeigen, dass ich bin da zwar drin, das wisst ihr alle, aber das ist hier richtig krass. Und warum bin ich da all in? Weil es überall irgendwelche kleinen Extras als Kickstarter-Exclusives gibt, wo du dann denkst, ach, dann muss ich die Erweiterung ja doch hier mitnehmen. Zum Beispiel, ihr habt hier bei der Pantheon-Expansion noch diese komischen Katzen und so dabei, die sonst nur so eine kleinen Plättchen sind. Braucht man nicht, aber ist wieder so ein Add-on, was einfach nur drin ist, damit du das jetzt sofort mitnimmst. Dann hast du hier die Pharaonen-Expansion, da hast du diese Minis extra noch exklusiv dabei. Dann hast du dieses ganze extra Material, was dann Double-Layered-Boards und so, Kickstarter-Exclusive, auch wieder nur hier dabei. Das ist wirklich, die übertreiben es teilweise so hart. Und du konntest, am Anfang war das Spiel auch für 100 Dollar, sieht man an der Seite drin. Ich habe 220 Dollar, glaube ich, ausgegeben im Endeffekt. Ne? Also da müsst ihr mal sehen. Guckt immer genau, ob ihr das wirklich braucht oder nicht. Und das habe ich jetzt auch schon vor einer Weile unterstützt und würde es jetzt, bin ich mir relativ sicher, nicht mehr so machen. Aber so ist es jetzt halt, ja. Also das wollte ich nur mal gesagt haben, ist wirklich richtig, richtig krass hier. Ja, da gibt es, ja, die übertreiben es wirklich hart. Die wissen schon, wie sie das Stück für Stück für Stück pushen können mit den Stretch Goals, um die Stretch Leute Goal, ihr einfach seht tiefer in den ja. Strudel reinzuziehen. Und die setzen auf ein Prinzip, um euch mal ganz kurz ins Marketing abzuholen. Das ist ein sehr bewusstes Prinzip, dass man sagt, man führt die Leute Stück für Stück ran, die Tasche leer zu machen, weil das Verhältnis zum Geld geht irgendwann verloren. Wenn man jetzt sagt, Klar, 100, ich verstehe. ich habe 150 € bis jetzt bezahlt und die nächste Erweiterung kostet nur nochmal 20 extra, wo man denkt, na gut, jetzt bezahle ich 150, dann sind 20 auch nicht mehr so viel. Wenn man euch nur die 20 vorne knallt und würde euch den Content zeigen, würdet ihr sagen, dafür 20 Euro?
Nee. Aber in der Gesamtsumme, das ist wie beim Autokauf, wenn man sagt, dieses Auto kostet 20.000, willst du eigentlich die Handy-Ladepackung noch dazu haben? Die kostet nur 250, dann denkst du bei 20.250. Na Aber wenn man klar. darüber nachdenkt, dann, ne? Ich sehe ja 250, damit ich mein Handy laden kann. Das ist eine ganz bewusste Marketingstrategie, Stück für Stück den Menschen da heranzuführen, damit ihm einfach dann, damit ihm das verloren geht. Dass sie am Ende mit diesen ganzen Extra-Paketen auf einmal den Preis verdoppelt hat, das geht einem dann echt ein bisschen blöd. Nur, dass ihr mal wisst, wie sowas funktioniert. Dann haben wir, ich habe es ja selber All-In unterstützt hier, Human Punishment Beginning. Da möchte ich einfach mal ganz kurz nochmal sagen, da gibt es ja in den Stretch Goals, was ich sehr geil finde als Stretch Goal, ist, wenn man sagt, wenn wir in den ersten 24 Stunden Folgendes erreichen, dann können wir es uns leisten und machen Acrylminis draus aus diesen Minis. Das finde ich sehr cool. Ansonsten bolzen die hier auch jeden Tag raus, dass es neue Stretch Goals gibt. Ich glaube, es ist auch einfach nur immer wieder, um News rauszuhauen. Wenn ihr die Jungs von Gallot Games, wenn ihr hier unserem Kanal folgt, wenn ihr das seht, ihr könnt ja auch gerne mal reinschreiben, ob es wirklich eine knapp kalkulierte Rechnung ist, weil ich finde, so wie ich persönlich, meine persönliche Meinung, ich will euch dafür nicht verurteilen, aber immer so dieses, boah, wenn wir nochmal 10.000 Euro mehr haben, dann packen wir zwei neue Eventkarten drauf und dann packen wir, ich persönlich finde das immer so ein bisschen albern, ja, dieses Vor allem diese Einzelkarten. Also es ist ja nicht neue nur bei denen jetzt so, Eventkarten, das ist ja auch nicht oft so. Karten. Ja, wir hauen eine neue Karte mit drauf. Ich weiß nicht. Ich finde es persönlich dann cooler, wenn es so Material-Upgrades sind, sowas wie, ja, 100%, ja. die X-Minis werden zu Acryl-Minis. Das finde ich persönlich viel, viel geiler, als jetzt zu sagen, oh, wir packen eine neue Eventkarte drauf. Ich finde es immer so krass, wenn man so wie bei Steampunk Rally Fusion dann sieht, so, oh, Stretch Goals, Stretch Goals, Alter, 30.000 Stretch Goals. Und dann kommt das Ding an und dann ist es so ein kleiner Briefumschlag, wo draufsteht, extra Content. Und dann denkst du, hä? Geil. Diesen kleinen Briefumschlag sind Ja. jetzt die 30 Stretch Goals mit drin. Alter, ist das lächerlich? Ja, und so ist es halt so gerade auch so ein bisschen, da würde mich mal wirklich interessieren, so Jungs, macht ihr das bloß so, um die Sache zu pushen, damit man jeden Tag News raushauen kann oder wie auch immer. Vielleicht hilft Oder das im Algorithmus bei Kickstarter extrem, würde mich auch mal extrem interessieren, ob wie das so ist. Da können wir auch gerne mal ja, ein Interview zu machen, wenn da jemand Lust drauf können wir hat. mal machen, ja. Oder sagt ihr wirklich, habt ihr das so straight kalkuliert? Klar, man darf jetzt nicht vergessen, wenn das Spiel sich 10.000 Leute kaufen und es kommen zwei Karten dazu, das macht dann schon Kosten aus. Ne? Habt ihr das so durchgerechnet, dass er sagt, boah, alle 10.000 haben wir Puffer für? Okay, ja. Aber wir haben ja zum Beispiel gesehen, bei Frosthaven gab es gar keine Stretch Goals. Ne? Da gab es Material-Upgrade, was bei einer bestimmten Summe erreicht wurde. Und ansonsten haben sie Update-News gemacht, indem sie jeden Tag coole Rätsel zum Spiel gemacht haben, die man lösen konnte. Damit ist man auch dazu gekommen. Ansonsten bin ich immer diese zwei Karten extra, finde ich kritisch. So, und um es nicht ewig ausarten zu lassen, es ist ja schon super lang, klicke mal bitte nochmal auf Kingdom Rush. Ich finde, das ist die absolut größte Scheiße von Stretch Goals, die man den Leuten um die Ohren klatschen kann. Da wird mir schlecht, wenn ich sowas sehe. Du musst da oben jetzt raufklicken, hier bei Next Stretch Goal. Next Stretch hier drauf. Ja, da, genau, da klick mal rauf. Und da hast du jetzt links unten, klick mal auf Previous Stretch Goals. Ah ja. Ach ja, jetzt musst du wirklich, klick mal ganz, ganz schnell durch bis zum Anfang. Bis, okay. Ja, das war das erste Stretch Goal, was rausgekommen ist. Da kriege ich richtig Plack bei sowas. Woran erkenne ich das? Oh Gott, wie viel löst denn hier schon wieder? Ja, ist schon einiges freigeschalten. Und jetzt kommt es gleich. Ich will es euch nicht zu hart spoilern. Ja, jetzt, warte. Ja, genau. Passt auf. Also, das erste Stretch Goal ist, sie bringen das Ach Phoenix so. Hero Board Ach und so, eine ja. Phoenix Action Card mit rein. Klick mal weiter. Ich weiß, was Das du meinst. nächste Stretch Goal ist, hey, wir bringen das Mini dazu raus. Und das nächste Stretch Goal waren, glaube ich, die Heldenkarten an sich. Ja, genau, die Heldenkarten. Sag mal, wollt ihr mich verarschen oder Ja, was? ja. Und wenn wir nur das erste Stretch Goal erreichen, dann habe ich zwar das Board für den Das Charakter, ist so aber geil, nicht die ey. Karten und den Helden dazu oder was? Wie bescheuert ist das denn? Also, Ja. weil, gerade explodiert, Alter. Das ist wirklich so So dumm, eine. das habe ich ja öfter schon mal gesehen. Ihr kriegt jetzt den neuen Gott bei Ankh, war das nämlich auch so. Ihr kriegt den neuen Gott dazu. Ach, und jetzt habt ihr auch noch sein Board dazu. Das ist Was ist denn das für eine Verarsche am Kunden, ey? Dann lasst das mit den Stretch Gold oder sagt, ab 30.000 gibt es den Helden dazu. Das ist Ja. für mich auch völlig okay, dann spreadet die mehr. Aber zu sagen, wir machen das. Und dann werden sie wahrscheinlich, wenn die Kampagne vorbei ist und wir haben die Heldenfigur nicht erreicht, aber alles andere. Ey, und weil die Kampagne so gut lief und wir so motiviert sind, hauen wir noch die Heldenfigur drauf, weil ansonsten hättet ihr die gar nicht bekommen. Dann hättet ihr nur das Board, damit könnt ihr gar nichts anfangen. Sag mal, seid ihr Ja. behindert oder was? Was ist denn das? Das frage ich Also, mich das jetzt. finde ich. Finde ich richtig lächerlich. Absolut lächerliches Stretch Goals. Ja, Ja, wie auch sind wieder wir das? so
Es fällt mir auch ein Beispiel ein, auch bei Ankh gewesen. Ganz am Ende haben sie, wenn wir das noch erreichen, dann kriegt ihr noch eine extra Box für die Stretch Goals dazu, für die ganzen Minis und so. Das Ziel wurde nicht erreicht und die Box wurde trotzdem draufgehauen. Mich hätte interessiert, wo sie das sonst hingemacht hätten. In eine Tüte ja, oder sonst was? Hätten sie, sonst hätten sie den Schuhkarton geschickt, wo sie die einfach reingeschmissen haben. Wirklich, also wirklich absolut lächerlich. Ja? Da würde mich mal euer Kommentar interessieren, ob ihr das schon so wahrgenommen habt wie ich. Also wenn ich das hier gerade sehe mit diesem Phoenix bei Kingdom Rush. Also wie gesagt, ich bin da drin, ich finde das Spiel auch gut, aber diese Stretched-Gold-Strategie, die ist absolut lächerlich. Könnt ihr das nicht sein lassen? Das ist doch Verarsche. Ich komme ja als Kunde, komme ich mir echt verarscht vor da, ja. Definitiv. Für mich muss es auch keine Stretch Goals geben, aber das ist dumm. Das ist richtig dumm. Oder vielleicht hat es auch, vielleicht verstehe ich es auch nicht. Vielleicht verstehe ich nicht das große Ganze. Wenn es jemand versteht, dann kann es mir gerne in den Kommentaren erklären. Und damit sollten wir dann hier langsam beenden, glaube ich, weil wir sind irre lang. Oh, Martin, ein Groß, schön. Ja. Wie ist es denn eigentlich? Also bei mir ist es so, es gibt ein, zwei Podcasts und Videos, von den Leuten könnte ich mir stundenlang das Gelaber anhören, weil sie sollen ja auch immer gucken, dass sie irgendwo so in ihrer Zeit drinne bleiben und versuchen das dann am Ende so ein bisschen kürzer zu machen. Ja, die einen sagen auch immer so, der Studioleiter winkt schon, wir müssen, das ist natürlich ein professionellerer Podcast, aber der Studioleiter winkt schon, wir müssen jetzt mal runterfahren. Aber da muss ich sagen, ich könnte den Podcast echt auch noch länger lauschen, weil die bringen ja Content, der mich interessiert. Ja, ne? Und wenn ich mir das in zwei, drei Happen angucke, ist das auch okay. Also ist es jetzt wieder, wo sind wir schon? Sind wir schon bei einer Stunde jetzt? Ich habe keine, es läuft hier nicht mit, ich kann es dir leider nicht sagen. Ah, okay, aber könnte schon so hinkommen. Ja, also sagt er, ist mir viel zu lang, gucke ich mir gar nicht an, breche ich ab. Ich meine, wir sehen es ja dann auch, wann die View-Zahlen abgehen. Oder sagt er, nee, ist ja die ganze Zeit wirklich interessanter Content, also gucke ich mir das auch komplett an, weil das, was ihr sagt, interessiert mich einfach. Genau. Oder noch eine halbe Stunde labern, solange es nicht ums Wetter geht. Es gibt ja auch Sachen, da kann man einfach drüber labern. Also interessiert euch sowas? Also ich hätte auch, ich persönlich, habe schon lange Lust auf den Podcast, wüsste immer nie so was dazu. Jetzt haben wir so einen Kanal. Es gibt ja auch Themen, da kann man einfach drüber labern. Da muss man eigentlich gar kein Video dazu haben. Interessiert euch sowas? Oder sagt ihr, es gibt schon genug Stuff, ihr seid scheiße, wir brauchen keinen Podcast von euch. Oder sagt ihr, das würde uns auch interessieren, das würde mich persönlich auch interessieren. Zum Beispiel das hier könnte man ja auch trotzdem nebenbei als Podcast hochladen, ohne das Bild. Das könnt ihr ja bei bestimmten Sachen einfach noch dazu euch dazuschalten, ja, sage ich mal. Ja, könnten wir ja eigentlich mal probieren. Wir brauchen nur eine Plattform, wo wir es dann ordentlich verteilen können. Dann können wir das ja eigentlich mal so ein bisschen mit reinladen, weil beim letzten Kickstarter, da hatte ich mir auch angehört und dachte ich auch so, das könnte man eigentlich auch nebenbei als Podcast hören, weil wir reden ja so ein bisschen über die Mechaniken. Klar, ja, man sieht jetzt die Bilder nicht, aber die kann man sich ja dann danach auch einfach nochmal angucken. Ja, ja, schauen und, wir mal. Wenn euch das interessiert, vielleicht müssen wir dann auch einfach noch ein bisschen verbildlichen, was man sieht. Also wie wir halt sagen, so Nachtelf! WoW, ja. Genau, sagt mal, wie ihr das seht. Habt ihr Bock auf eine Audioaufzeichnung von uns auf dem Podcast oder nicht? Und dann soll es das mit der kurzen, knackigen... Nervt euch zu langes Gelaber oder sagt halt wirklich, ja, okay, ist okay. Ne? Und könnt ihr ruhig machen. Und lasst euch ruhig über die Stretch Goals so richtig aus, ja. Ja, 100%. Wow, krass, okay. Jetzt, war sehr emotional jetzt am Ende. Ja, aber ist auch gut. Jetzt haben wir eine richtig schöne, lange, ihr seht eine, wir haben ja eh eine Timeline, wo die Leute mal durchskippen können. Deswegen denke ich, was die Leute interessiert, gucken sie sich an. Und übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so sagen kann, aber das regt mich auch auf. Da hat sich eine YouTuberin jetzt Meeple Queen genannt auf ihrem Kanal, die wir uns nur mal erwähnt haben. Unsere Frauen sind angepisst. Jetzt muss ich ganz kurz was dazu sagen. Ne? Es wurde die hieß wohl anders vorher. Jetzt hat sie sich umbenannt, weil irgendein italienischer YouTuber oder so heißt, wie sie vorher hieß. Ey, ja, sorry, wir sind hier ja, wir heißen nicht Meeple Queen, okay, aber trotzdem. Ja, wir haben uns da, die Frauen sind angepisst, ne? Eigentlich kann man wohl richtig, also da gibt es richtig Beef. Jetzt sind die sich Meeple Queen, ja. Und dann guckt euch unsere Meeple Queen. Jetzt machen wir auch noch Promo für die hier, richtig dumm. Ja, also wir wollen es da klar differenzieren. Unsere Meeple Queens, ihr wisst ja, wie sie aussehen. Ja. Genau. Also, okay. Das sind die echten Meeple Queens. Das andere ist ein Cover. Ja, was soll das? Wir nennen den Kanal um. Geht gar nicht. Okay, gut. Und mit dieser Aggression in der Stimme beenden wir das jetzt hier. Alles klar. Vielen Dank fürs Reinschauen. Und bis zum nächsten Mal beim Meeple. Queen, King, nein! Oh. King. Ist mir jetzt echt so rausgerutscht. Aber auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.